Oh mein Gott, mein Ping, mein Ping. Mein Ping, mein Ping, mein Ping. Aua. Das ist ja noch schlimmer als Dresden 45. Ja, 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 ja. Bitte, wenn ihr professionelle und Haltung wollt, geht doch bitte, danke. Weil bei mir bringt es ja anscheinend nichts. Oh, ich bin wieder neu da. Und ich glaube, mein Skype ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen weg. Aber nee, doch nicht, ist noch da, Skype. Okay. Kannst du aufhören, so rumzugackern? Was, ich gacker doch gar nicht. Ja, nee, so Dings. So Dings was? Egal. Okay. Hier war gerade irgendwie jemand, der ist wieder verschwunden. Ah. Vielleicht sollte ich mal gegenüber der Natascha ein bisschen was von meiner Person erzählen. Was hältst du davon? Das sehe ich nämlich auch so. Dann kannst du den Zuschauern auch mitteilen, wer du eigentlich bist. Genau. Also ich bin der Frederik. Auch genannt Freddy, wie man so schön gehört hat. Ich baue keinen Bus für euch, falls ihr das Video kennt. Ich werde keinen Bus bauen. Danke. So, ich bin circa so 1,80 groß, komme aus einem Kaff, was nur eine Bambusleitung zulässt. Nette Tal ist auch ein Kaff. Aber ein cooles Kaff. Dieses Kaff fasst stolze 850 Einwohner. Oh, dann ist Nette Tal sogar noch ein bisschen größer. Aha. Ich gehe momentan auf das Berufskolleg in Dortmund. Wie viel wiegst du? Ordentlich. Okay. Und ich bin noch zu haben. Nein, Spaß. Bist du nicht, du hast eine Freundin. Ja, ich weiß, leider. Was heißt leider? Was heißt das denn jetzt? Das sage ich deiner Dings. Nein, nein, ja, die kennst du nicht. Doch, ich kenne Sophie, mit der war ich gestern Kaffee trinken. Wer ist Sophie? Sophie oder wie auch immer die heißt. Ja, nein. auf jeden Fall, ich bin geil. Also ich sehe geil aus. Ich trainiere. Oh Gott, wow. Dreimal wöchentlich. Echt? Nein. Okay. Nur einmal wöchentlich. Echt? Nein. Okay. Ich mag Weihnachten. Ich auch. Ich mag Weihnachten. Bin ich auf mag YouTube. Zellen, ich mag YouTube. Ich mag mein PC, meine Playstation und Wasser und ja. Und so. Genau. Mein Lieblingssnack sind Donuts. Oh, Donuts sind geil. So, das war's von meiner Person. Jetzt hätte ich auch gern was von deiner Person erfahren. Von mir? Dank. Ach nee, von Tashi. Ja, von dir weiß ich ja, dass du 45 bist und pädophil. Ja, klar. Ich glaube, das hilft dir nicht. Tashi kennt mich persönlich, also das bringt nichts. Wie muss ich das denn jetzt verstehen? Gar nicht. Am besten. Okay. Thema. Ich wurde angeschossen. Ja, Tashi wollte gerade was erzählen. Ja, okay, schieß los. Was? Ich hab einen Aufschluss. Ach so, nee, ich bin ein bisschen bescheuert. Das bin ich auch. Es ist doch jeder. Selbst der Benny. Ja, sogar ich manchmal. Und egal, was du zu Tashi sagst, sie denkt immer, es ist eine Beleidigung. Nein, okay. Das ist manchmal nur wahr. Ach so, okay. Also dann gestern war es den ganzen Tag so. Ach, wir lass müssen ja... Was? Du musst mich einfach scheiße. Jetzt... Lass mich einfach in Ruhe. Ja, ich sag doch gar nichts. Ich glaube, die fahren da gerade hoch. Ja, die fahren da ein bisschen hoch und hier unten hocken sie alle und... Ja, ich bin das jetzt auch gerade. Scheiße, wie kam der denn jetzt dahin? Haha, ich hab den abgeschossen. Sehr schön. Also 3 gegen 3 haben wir momentan. Vielleicht könnten wir noch ein paar Leute ranholen hier. Warum sind hier eigentlich überall Quietsche-Entchen? Kannst du mir das mal sagen? Wegen dem End of the Line Update. Und was brachte dieses Update jetzt eigentlich? Das brachte eigentlich eine neue Karte. Die wurde aber wieder rausgenommen, weil Valve die zu schwer für die Spieler fand. Ah ja. Es war aber eine sehr geile Karte eigentlich. Es brachte uns neue Items, wie immer, eine neue Waffe und... Oh scheiße, die gewinnen. Ja, wir haben gerade verloren. Nein. Doch. Verteidigung. Wir haben verloren. Tschüss, ich geh mal schnell in den Spawn rein. Ja, wir haben verloren, okay. Ja. Die Schlüssel, um die Kisten aufzumachen und halt die neuen geilen Hüte, die meistens geil sind. Und Enten. Du kannst dir für 4 Euro im Shop so einen Entenzähler kaufen. Das ist ja gar nicht teuer. Ja.
So, und jetzt kommt's. Jetzt könnte man erwarten, okay, du kannst noch deine Ente mit Enten-Coins auffüllen. Das heißt, wenn du einen Gegner tötest, droppt der mehr Enten. Durch diese Enten bekommst du XP. Und wenn du 5000 XP hast, bekommst du ein Entenlevel dazu, was bringt, dass du noch mehr Enten findest. So. Ja, ich kenne das Spiel nicht, ja, das hört sich ziemlich bescheuert an. Korrekt. Also müsste dir das Spiel doch eigentlich gefallen. So, und die Enten bringen rein gar nichts. Also du gibst sozusagen Geld gegen Pixel. 4 Euro für Enten, mehr nicht. Ich hätte ja gesagt, okay, wenn es ab Level 5 irgendeinen geilen Hut oder so gäbe. Aber nein. Naja. Es gibt einen Scheiß. Jetzt gibt es keinen Schwanzvergleich mehr, sondern einen Entenvergleich. Ja. Ich habe momentan Enten Level 2. Boah, du bist ja echt cool. Ja, Lightning Stream hat auch 2, Skiller Killer auch. Ja. Tashi, warum spielst du eigentlich nur Sims und nichts anderes? Ich spiele auch noch andere Sachen. Oh. Call of Duty, Battlefield. Das glaube ich weniger. Nee. Sag ich ja. Aber ihr Jonas. My Little Farm oder wie das heißt. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Ponyhof. Reiten auf dem Pony oder wie das heißt. Ja, das nennt man Pony. Abenteuer auf dem Pony oder so, keine Ahnung. Oh, Abenteuer auf dem Dingens Reiterhof. Das, ja. Da gibt's 7 Teile von. Das wollte ich doch mal spielen. Ich habe den 6. gespielt. Ich hab ne Ente. Ja. Geil. Die bringen dir nur nichts, weil du nicht das Entenduck-Ding hast, glaube ich. Das kaufe ich mir jetzt aber garantiert nicht für 4 Euro im Shop. Ich habe besseres mit meinem Geld vor. Ja. Das haben wir doch alle. Ey, wo kommen diese Scheiß? Ich sollte Pyro spielen. Ich spiele schon die ganze Zeit Pyro. Das ist schön. Wir spielen jetzt mit 2 Pyro. Der festliche Rückenbrenner oder wie der heißt mir hier? Wie heißt der nochmal? Rückenschmorer. Versperrt mir zwar total Gesicht, aber. Hä? Wieso das? Weil der vorne so ein riesen fettes Geweih dran hat. Und ja. Versperrt das Spiel halt. Ist witzig, du hast vollkommen recht. Und ich bin dafür, dass du dir das auch runterlädst. Was für ein Spiel? Team Fortress 2, was wir gerade spielen. Ah. Ach, sind ja nur 12 MB. Gigabyte. MB, ja. Ja, ist ja kostenlos, warum nicht? Ja, das stimmt. Eben. Wir sollten mal unser Kart ein bisschen. Unser anfeuern. Kart? Achso, wir spielen ja Payload Race hier. Tschüss. Boah, das war richtig skillhaft von mir, muss ich gerade eben sagen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Skill hast du. Ich eigentlich auch nicht. Also so zu 6 macht das doch irgendwie Spaß. Ja, das stimmt. Muss ich ja sagen. Tashi spielst immer noch Heyday. Ich werde von hinten befeuert. Ja. Wie kann man das so lange am Stück spielen? Ich meine, das ist meistens so, dass ich mir das dann irgendwie angucke. Oh, der geht ab Pixel. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Kannst du mir offen dazwischen zu reden? Entschuldigung. Und dann irgendwo drauf drücke und dann gehe ich wieder aus dem Spiel für 3 Jahre oder so. Nee, ich nicht. Okay. Du guckst dir das rege Treiben auf deinem Hof an. Nee, es gibt einfach die ganze Zeit was zu tun. Ach so. Es ist höchst komplex. Ja. Festive at a Pixel. Was ist das denn? Das ist ein Kollege aus. Das ist ein Abonnent, sagen wir so. Ach, kennst du den? Ja. Unglaublich, wie fake. Free Items, please. Was will der denn? Vielleicht ist das ja doch kein Kollege. doch. Der hat mir gerade geschrieben, dass er joint. Ja, aber warum will der Free Items? Ich hab keine Items. Ich krieg nix. Nein, ich hab eine Ente fallen lassen. Oh. Ja. Ente. Freddy, was für ein Handy hast du eigentlich? Ein Sony Xperia beliebigen Buchstaben einfügen, schieß mich tot. Keine Ahnung. Weiß ich gerade nicht, welcher Buchstabe da eingefügt ist. Ist es kein Z oder so? M? Sondern, ja, kann sein. Ja, glaube. Okay. Tashi? Mhm? Du bist die Einzige, die ein Apple-Gerät hat. Ich bin ja auch die Einzige, die cool ist. Und die sich das leisten kann. Nö, leisten könnte ich mir schon. Also... jetzt gerade nicht, aber irgendwann anders. Du hast die Logik vergessen. Tashi, möchtest du dich unsere Zuschauer unterhalten und ein wenig deine Standardgeschichten erzählen? Zum dritten Mal in den letzten 2 Wochen? Nein. Schade. Soll ich sie erzählen?
Wer?